Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Und heute grüße ich die Jennifer und den, Lucifer. Es ist so eine Art, Göttername. Egal. Scheiß auf Namen jetzt. Wir müssen zum Central Park, weil wir da unser Fantastic Four Flugzeug haben, um dann nach Latveria zu fliegen. Denn in Latveria ist nämlich die Geheimbasis von Dr. Doom. So, aber ich will eigentlich hier noch diese ein paar goldene Steine mir gönnen. Ja, was für Mutanten, was laberst du? Aber wo ist denn jetzt hier nochmal so eine Station? Das wäre eigentlich schön. Währenddessen decke ich hier noch ein bisschen was von der Karte auf. Das ist ja auch noch sehr wichtig. Damit wir überall wissen, wie viel man hier noch alles einsammeln muss. Ich glaube, im freien Spiel muss ich dann nicht mehr immer diese Stationen finden, um meinen Charakter zu wechseln. Apropos Charakter, wir können ja mal gucken. Also wir haben den Juggernaut, Frostfierce, Aufräumdienst, Mary Hill, den Pyro. Den will ich haben. Kann er fliegen? Ach Digga, ich bin jetzt echt enttäuscht. Der kann nicht fliegen. Ist das ein Flugzeug? Hier noch ein paar Münzen gönnen. Dieser Durchgang wäre wohl für die meisten Leute zu klein. Ja, ich bin leider nicht Ant-Man, das tut mir leid. So, hier soll anscheinend eine goldene Steine sein, ne? Wahrscheinlich, wenn ich hier die Dinger kaputt mache. 1 von 4. Ja, Grillparty, hab ich Bock. Schön leckeres Steak essen. So, 2 von 4. Dann brauchen wir immer noch mal einen anderen Charakter. Am besten hier Iron Man. 3 von 4 und 4 von 4. Was hier unten? Ist alles so zugemauert. Okay, ich glaube, das soll hier gar nicht so sein. Was? Freiheitsstatue gegen Swings. Ja, würde ich eher sagen, Swings schafft es besser. Aber ich glaube, ja, Geschmackssache. Oh, ich mag die Mucke. Sie ist so geil. Wie bekomme ich denn hier einen goldenen Stein? Hä? Irgendwo bei einem Rätsel gibt es immer einen Anfang. Das weiß ich. Vielleicht, wenn ich das hier kaputt mache? Nee. Wie löse ich denn das Rätsel hier? Ach, guck mal hier oben. Ah, da siehst du. So. Sind das Darth Vaders? Die sehen irgendwie sehr nach Darth Vader aus. Ach nein, das sind Dr. Dooms. Sorry. Jawohl. Keine Ahnung, wie ich die letzten getroffen habe. Aber ich hab's getroffen. So, erstmal hier noch ein bisschen aufdecken. Ja, hier ein bisschen aufdeckend. Und gleich den ganzen Central Park aufdecken. Ist ja nicht groß. Also in echt ist der wirklich riesig. Das ist ein dickes Ding. Und er ist auch wirklich schön. Muss man ehrlich sagen. Also da finde ich das Schönste in New York ist halt wirklich der Central Park an sich. Das bringt noch Leben in dieser Stadt rein. Wenn der Rest halt so einfach da ist, würde ich sagen. Es ist halt einfach nur so eine monotone Stadt. Okay, hier auch wieder so ein Geschwindigkeitstest. Digga, ich habe doch alles getroffen. Hä? Ach, brauche ich Pistolentypen? Ah. Na, sag doch gleich.
Ja, siehste. So einfach kann's gehen. Wer bist du da? Was ist das für eine Figur? Raven the Hunter. Sorry. Did I know you? Nein, ich kenne dich nicht. Okay. Wir müssen wahrscheinlich auch mit Geschwindigkeit diese Pflanzen zerstören. Weil die wackeln so. Oh, fuck. Ich habe nur 3 Sekunden. So. Oh, Natascha, beweg dich mal schneller. Deinen dicken Arsch mal hier bewegen. Kriegst du auch den goldenen Stein. Nice. Oh, geile Rückwärtsrolle. Ja, was ist denn? Warum baggerst du mich jetzt hier an? Digga. So, hier soll angeblich auch noch ein goldener Stein sein. Ich sehe nichts Verdächtiges. Außer diesen Hotdog-Wagen. In der Luft jetzt auch nichts Besonderes. Ah, guck mal, hier ist was für Spidey. Ein Spinnensinn, etwas in der Nähe. Ja, und jetzt was für Wolverine. Ja, okay, das hätte er an sich Wolverine schon machen können. Weil er kann ja auch das so spüren. Ja. Ja, komm mal runter, Madame. Ich bin ein Avengers. Oh, ich bin eher gesagt der Wolverine. Der Logan. Gott, was ist das hier für ein Weg? Warum redet denn jetzt jeder auf einmal von den Mutanten? Was sind diese Kerle? Sind die so besonders? Hey, ganz ruhig. Jawohl, 35 haben wir schon mal. Das geht ja hier schon sehr flott. Oh nein, kein Rennen. Moin. Ach nee, ich soll nur Boote zerstören. Ah, sie greifen mich selber an. Digga, das ist voll schwer. Easy. Nein, nicht mein anderes Boot zerstören. Au. Oh. Wo kommen diese anderen Boote jetzt her? Der. Wie viele kommen denn da noch? Ich hoffe, die respawnen nicht immer wieder. Dann ist ja voll nervig. Halt bitte still. Gott, die Steuerung. Hilfe. Hä? Ich habe nichts gemacht und trotzdem ist er irgendwie kaputt gegangen. Gott. Ja, mal erstmal genug gesammelt. Machen wir die Mission. Ich will weiter die Story erleben. Die ist wirklich gar nicht mehr so schlecht. Das muss man ehrlich sagen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich hab. Du winkst mir hier? Okay. Hast du hier was damit zu tun? Sag mal, fehlt hier irgendwas? Kann nämlich sein, dass hier gerade irgendwie nichts geladen wird. Ich hab wirklich gerade ein bisschen Angst. Ja gut, Leute. Ich starte nochmal neu. Also, das soll glaube ich nicht so sein. Gut, dann bis gleich. Leute, es war doch kein Fehler. Man muss hier nur mit der anderen Dame hier einfach den Hotdog-Stand kurz ein bisschen rausrütteln. Damit man hier was bauen kann. Du kannst dich hier in etwas Nützliches verwandeln. Und dann kann Reed Richards die Platte umdrehen und dann können wir hier unser Flugzeug fliegen lassen. Yep. Und let's go. Im Herzen Mitteleuropas liegt ein kleines Land namens Latveria, das Viktor von Doom regiert. Aber das rustikale Äußere seines Schlosses täuscht. Innerhalb der alten Mauern befindet sich eine hochmoderne Waffenkammer. Und sogar ein Breitband-Internetanschluss.
Ihr nennt das Auto Fantastica. Puh. Schön. Hat es auch Satellitenradio? Hier beginnt aquarianischer Luftraum. Das örtliche Wetter düster mit 80%iger Schurkenwahrscheinlichkeit. Und einer 100%igen Angriffswahrscheinlichkeit. Wir setzen das Fantastica auf Autopilot, damit wir reinspringen können. Die Fackel und ich werden die Landezone sichern. Das ist aber sehr weit oben. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Passt auf! Ach nee. Hätte nicht gedacht. Da ist es! Macht euch bereit! Sieh mal einer an! Johnny hat es tatsächlich geschafft! Boah, gerade noch das Minikit bekommen. Ich habe bei solchen Sequenzen immer Angst, dass ich das Minikit nicht bekomme. Das habe ich schon mal im Film gesehen. Der grüne Kobold ist hier. Doom heuert jeden Halunken an, den er kriegen kann. Ich frage mich, was er ihnen Tolles dafür bietet. Scheint sich zu lohnen. Er hat auch eine ganze Armee an Sicherheitswachen. Ben, ich glaube, jetzt geht's rund. Ach Mann, das war mein Spruch. Direktor Fury. Hören Sie, wir wurden vom Kurs abgedrängt. Bitte antworten Sie. Das bringt nichts. Unser Signal wird immer unterbrochen. Du musst ein Störgerät in der Nähe haben. Das arme Ding. Es kann niemals seinen Spruch sagen. Ja, eigentlich heißt er Ben. So, aber er war Ben. Jetzt ist er leider das Ding. Bisschen witzig, aber auch ein bisschen traurig. Der Arme. Tut mir so leid. Nein. Meine Güte. Okay, warte mal. Können wir das hier kaputt machen? Hallo? Wieso kann ich hier nicht? Mach die Scheiße kaputt. Okay, ich kann den jetzt schon anheben. Dann. Bam. Hä? Wieso hat das jetzt nichts gebracht? Oh, zum Glück ist es respawned. Der, was ist das für eine Scheiße? Vielleicht muss ich woanders hinschießen. Da macht doch jemand die Kacke weg. So. Ja, jetzt. Hab ich ja gefragt. Was für eine Unverschämtheit. So. Hier mal rauf. Komm, verschwinde einfach. Ja, mit hier seinen Sicherheitsroboter. Muss er einen tollen Plan hier haben, wenn er die Schurken gerne glücklich haben möchte. Aber geile Basis, also so ein schöne alte Burg, so ein Set gefällt mir. Diese Schüssel könnte die Quelle für die Störungen sein. Wir müssen sie deaktivieren. Selbst eine Schüssel hat er. Was zum Teufel? Jetzt geht's rund. Jawohl, endlich konnte er es sagen. Jetzt geht's rund. Bam! Ich klapp euch komplett weg. Oh, guck mal, wie er sie fertig macht. So. Dann verwandle dich. Richards. Ah! Er wird einfach eine. Geil! Junge. Hä? Hab ich's jetzt geschafft? Okay, ich habe eine Taste gedrückt und dann war's das. Bitte melden. Hört ihr mich, ihr fantastischen Vier? Klar und deutlich. Wir haben einen Funkmast ausgeschaltet, der unsere Signale blockiert hat. Ich bin auf der anderen Seite des Schlosses. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Schnell! Wir sind bald da. Dauert noch ein bisschen, wenn
wenn ich sterbe. Gott, diese Brücken, Alter. Warum löst du dich nicht einmal in Luft auf? Was? Soll das gerade eine Andeutung sein, dass ich Suizid begehen soll? Digga, was zum Teufel? Das ist ein Kinderspiel. Ja, ich weiß, der meint es anders, aber trotzdem. Oh, Junge. Okay, Spiel. Tschüss. Er wollte, dass ich Suizid begehe. Digga, Alter. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ja, das sind die heutigen Kinderspiele. Ganz ruhig. Oh mein Gott, ich will auch so sein. So pinke Zeugs über meinen Kopf zu machen, über meinen Körper. Und dann kann ich, dann bin ich einfach nicht mehr sichtbar. Wie geil ist das denn? Ich weiß zwar nicht, was das für ein Stoff ist, den sie da benutzt. So pinke Magie. Aber vielleicht erfährt man das irgendwo. Alter. Ganz ruhig. Ihr Blechbüchsen. Lass mal die ganzen Münzen hier mitnehmen. Ah, das brauchen wir wahrscheinlich wieder jemand, der kontrolliert, also der hier Telekinese machen kann. Richards kann leider nicht Telekinese benutzen. Deswegen geht das leider nicht. So. Einmal hier aus dem Weg. Die Mauer muss weg. Digga. Oh, da war eine lila eine Münze. So, Richard, komm mal rauf hier. Gut. Immer sich da reinschlüpfen. Und hier den Stromkasten mal aufmachen. Oh ja, diesmal verwandeln wir uns in einen Stromkasten. Oder eine Batterie. Nee, ist eher eine Batterie. Eigentlich war das doch jetzt gut für Dr. Octopus, weil wir haben jetzt ihm den Strom gegeben. Aber wir nehmen einfach Latveria ein. Checkpoint. So. Gut, Leute, aber dann will ich jetzt hier erstmal den Part beenden. So, ich speichere sogar noch. Und in der nächsten Folge werden wir das, wenn wir Nick Fury und die Flamme retten und hier Latveria einnehmen. Vielleicht treffen wir auch Dr. Octopus. Dr. Octopus, sag ich schon. Dr. Doom. Ja, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.